Ich habe weniger Angst vor meinem eigenen Tod, seitdem ich schon mal ziemlich nah dran war. Es ist wirklich ein besonderer Ort. Im Krater des Kilimanjaro, da hat man endlich den Touristenrummel los, der einen oben am Berg zumindest begleitet. Und kaum bin ich außerhalb von Deutschland, kann man wieder über alles reden. Ich habe dann einfach zwei deutsche Protagonisten nach Afrika gescheucht und aufeinander los.